Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme. Arg! Ja, wir haben ein bisschen was im Off gemacht. Unter anderem die Schäden von Primitive Plus behoben. Wenn es Primitive Plus war. Ja, wissen wir nicht, aber ich vermute, es war, wir haben es draufgezogen und alle Dächer waren mal wieder weg und ein paar andere Sachen auch. Wir haben den Mod wieder runtergeschmissen und jetzt sind wir wieder, wo wir waren. Wir haben nach den letzten Aufnahmen oder Dex noch was gebaut, das wollen wir euch vorher noch zeigen. Und ihr seht auch schon, die Dex hat hier schon, naja, einen dicken Püsterich in der Hand. Bleibt mal so stehen. Das muss ich mal angucken, wie riesig das Ding einfach ist. Ist wie bei LOL. So ein bisschen LOL-Style. Dex hat sich auch schon ein bisschen Kreativrüstung besorgt. Dex hat sich auch Fallschirme besorgt, weil die wird sie möglicherweise brauchen. Ja, wenn du mich fallen lässt. Ich hoffe, es ist... Alter, Wetter, sei mal ruhig, Junge. Ist klar, wir fangen gerade an und schon fängt es wieder an zu pissen. Ja, zeigen wir euch erstmal, was wir gebaut haben und dann suchen wir mal das Tierchen, was wir schon lange gesucht haben. Ach, soll ich nicht mitkommen? Ich muss nur kurz den Bogen fliegen. Hui. Nö. Ich hab glaube ich nicht getroffen. Nein, hast du nicht. Du hast mich hochgehoben. Ich hab's gesehen. Was muss ich dafür drücken? Die rechte Maustaste. Dann mach ich doch. Ja. Es geht doch. Oh Gott, das kostet aber ordentlich Stamina. Könnte echt schwierig werden, das so zu machen, weil ich habe ständig deinen Vogel davor. Okay. Aber erstmal zeigen wir jetzt mal unser kleines... Obwohl, jetzt geht's. Jetzt, wo du nicht mal bergauf fliegst, geht es. Also jetzt könnte ich was betäuben. Gut, dann werden wir gleich mal eine Quetz suchen. Wo hast du gerade geschossen? Ich habe versucht, den Para zu treffen. Ich habe leider daneben geschossen. Und da seht ihr schon, unser kleines Anglerparadies. Ich habe einen kleinen baulichen Fehler gemacht, deswegen fehlen jetzt zwei Plattformen, aber das ändere ich noch. Ja. Wir haben halt zwischen den Folgen hier ein bisschen geangelt und haben festgestellt, hey, das wäre mega geil, wenn wir uns hier aus dem Tümpel bauen würden. Man muss natürlich sagen, befischt ist er selber. Ja, weil es spawnen ja keine Fische mehr nach. Heißt, die Fische sind gespawnt und... Hast du mich abgesetzt? Ja, weil ich auch regenerieren wollte. Achso. Hier ruckelt es ein bisschen viel, weil wir ein paar viele Fische drin haben und auch ein paar viele große. Ich kann es mal zeigen, wir haben hier ein paar richtige Brecher drin. Der Salmon braucht immer noch einen Namen. Ja, da sehen wir den Salmon. Das ist ein... Da kommt er aus dem Wasser. Das ist ein Riesenvieh. Und das ist noch ein riesengroßer Kohl. Ja, ich glaube, wer den angelt, der hat das Spiel gewonnen, ne? Der Trumpf. Genau, super Trumpf. Ja, wir haben hier das Häuschen ein bisschen gebaut, mit Betten, ein paar Räucherstellen, Schränken. Ich hab das Haus gebaut, er sagt immer wir. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, was du in der Zeit gemacht hast. Ich weiß es nicht, ich glaube, ich lag im Bett schlafen. Ja, ich glaube auch. Ein paar Schränke, ein paar Räucherkisten hat sie hier gebaut. Und wie man sieht, mal wieder so eine richtig schöne Einäscherungsstelle. Dann lass mich doch. Ey, nimm mein... Ist gut. Schick mal einen Vogel ruhig baden. Ups. Ach, da ist auch ein Ichtis dazwischen. Ja, ich dachte, ich pack da auch Ichtis rein für ein bisschen mehr Leben. Ja, komm, dann lass uns mal suchen, ob wir einen Quetz finden. Nachbarinsel. Dachte ich mir schon. Ertränkt mich bitte nicht. Nein, mach ich schon nicht. Na, bei dir und deinen Flugkunsten weiß man das nie so genau. Gleich werde ich gedroppt.
Boah, das wird echt ziemlich sportlich, was wir da vorhaben. Oh Gott, was ist mit dem Server heute los? Ich habe keine Ahnung. Das muss an den aktuellen Arc-Patches liegen. Ach, daran, dass der immer noch alle 20 Minuten patcht? Ja, so ungefähr. Oh, guck mal da! Rechts! Was? Wo, was, wie? Da ist ein Pelagornis! Ich seh ihn gerade nicht. Auf dem Boden irgendwo? Ich hab ihn gerade gesehen. Ich glaub's dir, ich hab ihn noch nicht gesehen. Ich würde ihn gern wiedersehen, das war ein Weißer. Oh, da ist die Insel, wo wir hin wollten. Fangen wir halt kein Pelagornis. Können wir auch probieren, ne? Kann man da keine Plattform drauf bauen, ne? Ne, genau. Aber das ist zum Fischen halt ziemlich geil, ne? Das hast du nicht gesehen, das ist echt schade. Ja, leider. Ich hätte ihn jetzt wirklich gern gesehen, aber... Aber du wolltest ja auch nicht nochmal runtergehen, um zu gucken. Selber schuld. Immer diese Vorwürfe. Ich höre eine Maus trinken. Wer trinkt denn? Die immer trinkt. Finn, der Übliche. Finn, die halbe Rennmaus. Kann keine ganze sein. Normale Rennmaus wird nicht so viel trinken. Ich hoffe mal, wir finden jetzt auch mal auf Anhieb einen. Da ist eigentlich immer einer. Ja, eigentlich schon. Aber du weißt ja immer, wenn wir was suchen, ist es plötzlich weg. Ja, er ist kein... Er ist kein Allosaurus. Ich will mal testen, wie schnell das mit der Ausdauer geht. Kann man machen, fällt fast gar nicht. Dürfen wir auf jeden Fall hinkriegen. Ja. Oh, was mit dem Pelagornis ärgert mich. Der war so schön. Sind sie nicht allgemein immer nur blau? Nö, der war weiß. Echt? Ja, der war weiß. Es gibt ihn weiß, grau, ich glaube in blau und mehrere Farben. Ich glaube, so einen roten und einen lila Ton gibt es da auch. Ich habe keine Ahnung. So häufig sehe ich die nicht. Deswegen fand ich es gerade toll, dass da einer auf unserer Insel war. Dein Adler schreit wie Hulle. Ja, das ist immer, wenn der Ausdauer verbraucht. Schreit er dann nach Hilfe? So, ich lande mal zwischen, regeneriere. Hast du denn was zum Fressen, was er dann für sich zwischendurch mal reinschrauben kann? Ja, hat er drin. Weil, ich sehe nie was futtern. Ich hoffe für den Fall, dass du mich einfach fallen lässt, schalte ich schnell genug, dass ich den Fallschirm betätigen kann. Vielleicht betäube ich auch versehentlich deinen Vogel. Oh nein, mir ist zu warm. Mir auch. Geh ich halt ins Wasser, leck mich doch. So. Kann ich die aus dem Wasser auch rausgrabben? Ich würde es nicht versuchen. Du musst ja ziemlich nah ins Wasser. Funktioniert natürlich auch nur, wenn ich über der Wasseroberfläche bin. So, jetzt ist Stunde der Wahrheit. Vom Stunde der Wahrheit, dass wir den Vogel auch, wenn wir ihn finden und wenn wir ihn betäuben, er nicht ins Wasser fällt und dann er nicht gefressen wird sofort. Erstmal müssen wir ihn finden. Ja, sieht gerade nicht so gut aus. Fliegt doch mal richtig auf die Insel drauf, sind die immer noch auf der Küste. Meinst du, ist das die richtige Flughöhe? Das meinte ich damit nicht. Ja, ich weiß auch richtig, ob ich drüber fliegen. Kannst ja nicht vorher schon enttäuscht sein, zum Kontinent gucken und dass ich dir schon da überlegen, ach, fliege ich nicht besser darüber? Ja, da einfinden ist ja wie Glückssache. Geht.
Die sind ja eigentlich nicht selten, die Viecher. Außer wir wollen einen tamen, dann schon. Gott, schreit der Vogel. Sonst sieht man die doch schon aus 10 Kilometer Entfernung. Jetzt müssen wir gleich doch mal über im Kontinent fliegen. Entschuldigung. Weißt du, welcher Vogel uns das richtig einfach machen würde, das Tamen von dem Viech? Den Zweisitzer, den Tapejara. Aber du musst jetzt erstmal ins Spiel kommen. Ja, lass uns erstmal ins Spiel kommen. Sonst fliegen wir gleich zu unserer Insel zurück und tamen den Pelagornis. Müssen wir nur vorher ein bisschen Fischfleisch besorgen. Ja, das ist ja kein Problem. Du hast ja noch ein bisschen... Der eine tamt, der andere angelt. Genau, der eine tamt, der andere angelt. Da unten ist ein Stego. Da unten ist so einiges. Vor allem auch Fleischfresser. Was hast du denn bis jetzt gesehen? Ein paar Krotauren. Ach so. Garantiert nicht so gut wie meiner. Deiner ist ja auch badass mittlerweile. Ich hab ein bisschen Schiss, dass für den Fall, dass wir gleich nochmal hier in Aktion treten, dass ich deinen Vogel treffe. Das wäre natürlich für uns... Weil mir macht das nichts aus. Ich habe Fallschirme. Was machst du? Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass das... Ach ja, kacke. Ich habe keine Fallschirme dabei. Deswegen, da frage ich mich gerade, was machst du? Badumt. Und was machen wir, wenn ein Vogel ins Wasser fällt? Dann hatte ich längst der Zeit des Spiels einen Vogel gehabt. Das Gute ist halt, dass sie so langsam sind. Also im Normalflug. Ja, ich wollte gerade sagen, wann sind die langsam? Wenn du das Viech anpiekst, dann ist er dann natürlich schnell weg. Und du kannst ruhig hochfliegen. Weil die fliegen ja auch sehr hoch. Ja, ja. Oh Mann, mit mir ist nichts los heute. Heute heißt übrigens Freitag und heute... Ja, es ist mittlerweile wahrscheinlich schon aufgefallen. Es ist nämlich 10 vor 6. Und es kam heute keine Folge ARK. Weil uns Primitive Plus gestern so Probleme gemacht hat, dass wir es nicht hingekriegt haben, irgendwas aufzunehmen. Ne, war unmöglich gestern. Weil erstmal musste das Ding dann laufen. Das war eigentlich nicht das Problem. Nur halt, dass ich eher spontan gesehen hatte, dass man da eben so deinen Server darauf umstellen kann. Dann mussten wir beide noch unsere tote Conversations ändern. Dann musste der Server neu starten und blablabla. Und dann ist uns zwischendurch aufgefallen, dass man bei Primitive Plus keinen anderen Mod benutzen kann. Nicht einen einzigen. Egal wofür der Mod da ist, man kann ihn nicht benutzen. Und das war so ziemlich der Punkt, wo wir dann gesagt haben, es reicht. Ja, das Problem war einfach, du kannst die Mods benutzen, du kannst auch einfach spielen, nur dann funktioniert Primitive Plus einfach mal gar nicht. Heißt, man kann sie nicht benutzen, wenn man Primitive Plus spielen will, weil es geht nicht konform. Genau, weil alles, was Primitive Plus hinzufügen würde und was rausgenommen wird, funktioniert einfach mal gar nicht. Und das liegt nicht an irgendwelchen Mods, ich hab's im Singleplayer mit allen Mods, die wir haben, gecheckt und jeder einzelne Mob produziert einen Fehler. So, ich setze dich mal hier A ab. Brauchst du eine Pause? Ja. Oh ja, du brauchst eine Pause. Ich hoffe, das war alles richtig, was ich gemacht habe. Nein, nein, nein. Oh, oh Gott. Also bei nicht so knapp. Bei mir war mitten drauf und ich dachte, das ist ja nie so knapp. Oh Herrgott, das musst du echt mal üben. Ich mach das zum ersten Mal mit den Greifen. Okay. Deine fachmännische Meinung, in welche Richtung sollten wir fliegen, wenn wir einen... Okay, ich habe hier schon mal einen rumkreisen sehen. Ich habe da oben schon mal einen rumkreisen sehen.
Es gibt hier verschiedene Flusseingänge von den großen Inseln aus, also von der Insel, wo wir gerade waren, aus gibt es einen Eingang hier rein, den sind wir gerade hochgeflogen, und es gibt von unserer Insel aus einen, der die Kontinente trennt, wenn ich das richtig im Blick habe. Ja, oben den etwas größeren Kontinent mit dem mittleren, in der diese drei, oben und in der Mitte und ganz unten der ganz große, da habe ich auch schon mal einen gesehen. Oder halt überm Sumpf. Ja toll, da will ich aber nicht sehen, weil da trinkt er wahrscheinlich. Nee, das ist nicht das einzige Problem. Da sind auch Schlangen und Blutegel, und die attackieren ja alles. Ja, deswegen, also Sumpf nicht. Ich würde also wir würden jetzt Richtung Norden fliegen. War auch mein Gedanke gewesen. Gut, dann... Richtung Schneeberge. Nee, Richtung Vulkaninsel. Achso, Richtung... Aha, okay, das ist das Norden. Norden der Karte. Hast du eine andere Karte? Ich fliege einfach mal richtig zu den Pylonen da vorne. Ja, richtig. Obelisk, so wie es ja im DevKit heißt. Ja. Guckst du ein bisschen links und rechts? Da sehe ich Flügel. Und ab und zu mal ein Stück anderes. Und ab und zu mal ein anderes Stück von deinem Arschgeier. Aber nicht viel. Na dann, gut. Aber vor allem sehe ich jede Menge Flügel. Ja gut, eigentlich fliegen die Viecher so mega hoch, ne? Vor allem frage ich mich, wie du das Ding übersehen willst. Ich hoffe, dass diese Folge jetzt nicht so nach dem Motto läuft, ja, wir versuchen es und... Oh, kein gefunden. Dann tame wir den Pelagornis. Ja. Hier über diesem Flusslauf sehe ich, habe ich ab und zu mal einen gesehen. Ich kann mich ja entsinnen, da habe ich auch schon welche gesehen. Das wäre auch halb so wild, solange er keinem Spino ins Maul fällt und da unten ist ein Agentarvis. Ja, das ja, ich habe ein Betäubungsgewehr. Ohne das brauchen wir das auch gar nicht probieren. Boah, der Arschkei, der ist am Schreien die ganze Zeit rumkarkeln. Aber nein, überraschenderweise fliegt da gerade tatsächlich keiner rum. Kein Glück heute. Mal wieder. Das ist wie mit dem Allo. Da haben wir auch 2 Stunden gesucht und dann für euch gespawnt. Genau, das wäre... Was eigentlich auch absolut nicht, ne, gewollt war. Wollten euch eigentlich wirklich ein wildes Rudel zeigen, kein gespawntes, aber naja, es ging leider nicht anders. Nee, leider nicht. Wir wollten halt unbedingt, dass die Allos zeigen. Wenn wir dieses Mal aber nicht machen. Heißt, wir jagen jetzt wirklich einen wilden Quetz. Beziehungsweise suchen erstmal Spuren von ihm, was natürlich beim Fliegen wie super easy ist, ne? Wohin fliegst du? Ich halte mich dann in der Nähe hier. Also weiter in die Richtung, in die du jetzt fliegst, habe ich auch schon mal einen gesehen. Das meinte ich nämlich auch, deswegen wollte ich mal ein bisschen in die Richtung gucken. Aber das ist natürlich nah am Sumpf, ne? Ja, klar. Alter. Schreit. Wie will das denn noch kreischen? Und ich sprinte nicht mehr. Es sind seine Geräusche, lass ihn doch in Ruhe. Sei doch froh, dass er dich überhaupt durch die Gegend schleppt. Das stimmt allerdings. Das Gute ist halt, wenn wir einen entdeckt haben, können wir uns richtig vorbereiten. Ja. Heißt, nur mal kurz landen, aufladen und... mental vorbereiten. Wahrscheinlich wirst du mich dann erstmal von irgendeiner Klippe, weil du es nicht drauf hast. Ja, es ist halt Übung, ne? Vor allem bei mir saß, als ich die abgelegt habe, war ich weit hinten. Da hat er mich plötzlich zurückgesetzt. Alter, echt nicht wahr, oder? Och Mann. Das gibt's doch gar nicht. Aber den scheiß Titan, den haben wir gefunden im Redwood. Sofort 2. Ja, und der zweite war viel schöner als der erste. Obwohl, ich fand beide schön. Obwohl, ich beim ersten die grünen Flecken echt ein bisschen gestört haben. Die waren nicht so
Die waren nicht so naturfarben irgendwie, ne? Ja, die haben sich so extrem abgehoben, auch wenn das ganze Tier an sich auch grünlich war. Aber die haben sich so total rausgestrahlt. Die sahen aus wie irgendein Grafikfehler. Zieh mal ein paar Kreise, genau. Vielleicht spawnt ja gleich mal wieder einer. Unter uns! Unter uns! Tatsache. Wäre jetzt hoch gewesen schon. Ich würde vorher einmal ganz kurz auftanken auf dieser Schräge und dann... Ich sehe gerade nur Vogel von innen. Ja, Entschuldigung. Ich tank mal kurz hier auf. Dann versuchen wir. Tankst du bei Helm? Ja. Okay. Ist aber eine grüne Aral. Das war besser, oder? Ein bisschen. Jetzt fliegt er da über den Berg. Dein Vogel hat gekackt, es geht ihm wieder gut. Die Richtung war ist abgezogen, ne? Ja. Im normalen Flug müsste ich schneller sein als er. Ja. Hey, dann wird's mal jetzt richtig spannend. Oh Gott. Ich hoffe, ich krieg das irgendwie gebacken. Ich hoffe, ich betäub deinen Vogel nicht. Ich glaube, bei dem Vogel reicht ein einziger Treffer, liegt er erstmal sabbernd am Boden. Und ich guck die Super Nanny. Ja, der Topo 1600. Ich höre ihn. Da, ich hab ihn gesehen. Er kommt auf uns zu. So, ich fliege jetzt mal so und du schießt ihn an. Ja, er wird wahrscheinlich dann in die andere Richtung fliegen. Ich kann ja schnell drehen. So treffe ich ihn nicht. Wie treffe ich dich? Hab ihn getroffen. Fliegt erstmal ein Haken. Ich habe ihn nochmal getroffen. Ja. Oh, wenn der jetzt betäubt wird. Ja, ich muss ihn wahrscheinlich sowieso. Nein! Och Mann! Alter, was ein Mistvieh. Getroffen. Jetzt wäre natürlich ideal, wenn er so zu Boden geht, ne? Ja, ich treffe ihn nicht mehr. Ach du Mistvieh. Da ist er. Treffer. Oh Gott, ist der mies. Was ein Mistvogel, ey. Nächster Treffer. Immer weiter so. Er liegt, er liegt, er liegt, er fällt. Ja, oh mein Gott. Sehr schön, sehr schön. War nicht zu tief? Da ist er. Oh oh. Was backt sich da an dem Baum fest? Was ist das? Wo? Guck mal auf meinem Bildschirm. Was ist das? Ist das ein Giganotto? Was ist ein Bronto? Ich seh's nicht mal. Doch. Das ist ein Giganotto. Echt? Ja. Ich bin tot. Kann dir nie helfen, wenn du die ganze Zeit rumrennst. Du schubst mich die ganze Zeit rum, das ist das Schlimme. Das ist ein Giganotto. Ich schnapp mir mal Pepe und wir sind weg. Kinder, was ihr jetzt seht, macht ihr bitte nicht zu Hause nach. Ihr geht nah ran. Und es funktioniert leider nicht. Weil Insekten mich angreifen.
so zurück in das scheiß Spiel gerade. Okay. Ich habe keine Wahl. Ich muss nah ran. Was hast du vor? Ich lösche ihn. Okay, lösche ihn. Das ist jetzt echt un... Ich habe mir jetzt nicht den Stress mit dem Quest gemacht, um mich dann von dem Gianotto fertig machen zu lassen. Na, du kleine Ratte. Warte mal, wir haben noch Fleisch da liegen. Mit dem fertig bin, haben wir noch mehr Fleisch. Na komm. Ja, komm. Ja, fein. Fein, komm. Hab dich. Ja, lösch ihn mal, das ist jetzt echt... Ist tot. Sehr schön. Brauchst du Fleisch? Ja. Hast du das, sag bitte, wir haben an die Tranquilizer gedacht. Natürlich. Sehr schön. Ich habe ihm schon was zu futtern reingepackt. Oh. Ah, das ist doch schön, das ist wunderbar. Die ganzen Insekten. Ich suche mir die ganzen Raptoren jetzt. Schau mal. Ich hab gerade einen Giganotto auseinandergeprügelt. Ich weiß. Oh Mann. Also, sorry für den. Das mit dem Aus. Mit dem Löschen von dem scheiß Giganotto, aber das war jetzt echt so. Geschweige mit dem Killbefehl, aber das war jetzt echt so. Das wäre jetzt echt mega ärgerlich gewesen, ja, wenn der jetzt. Ja, wir haben es endlich gefunden und dann. Puff. Ich denke mir so. Du, was ist das? Ist das echt ein Giganotto? Ja, dann werden wir jetzt immer ein bisschen zähmen. Das könnte jetzt ein bisschen länger dauern. Ich gehe mal gucken, ob hier noch weitere Jäger in der Nähe sind. Wäre nicht schlecht. Dann ist noch ein Raptor, den werde ich auch mal eliminieren. Auch wenn es mal nur einer wäre. Und ja, natürlich musste ich gerade für den kleinen Move in God-Mode gehen. Es tut mir wirklich sehr leid. Aber sonst hätte er mich wahrscheinlich mit einem Biss mal eben aus der Welt. Das Gewehr ist ja mal krass. Er versprengt hier mal eben so ein paar eine Gruppe von. Krasse Scheiße. Mein Bogen ist immer noch besser als seine Flinte. Was war das? Hm? Oh nein, nicht schon wieder irgendwelche Fliegeviecher hier. Was ist das Lystro, der so Geräusche gemacht hat? Nee, der Wald hier ist voll mit dem Scheißzeug. Überall sind irgendwelche Kackinsekten. Aber ich meine, der Giganotto ist jetzt weg. Vor allem, was packt sich da hinten fest? Voll die Panikattacke. Das ist ein Oviraptor? Ich hör nur was, ich sehe aber nichts. Ja, hier lief eben noch ein Oviraptor rum. Guck, weil ich kenne die Geräusche von ihm nicht ganz so gut. Da ist ein Dilophos, der wird uns den dann nicht wegnaschen. Nee, nee. Er ist schon tapfer genug, wenn er mich angeht. Na komm. Wo ist denn der Stier? Ach, das sind die Fressen sofort. Oh, das gibt es doch nicht, ey. Alles voller Insekten, was eine Kacke. Oh. Ist echt zum Kotzen gerade, ne? Ich komme mal wieder hoch. Noch irgendwelche Insekten? Erstmal zur Frage, was ist es überhaupt, ein Männchen oder Weibchen? Ja, dieses Mal haben wir es zusammengetemmt. Ach, es ist ein Männchen. Ist ein Transgender. Das ist aber ein schönes Tierchen, ne? Ah, ich sehe schon ganz viel Primeat mit drin. Ja, wir müssen gucken, dass wir noch mehr Bibidinos finden. Ich muss mal meine Munition wechseln in meinem Gewehr. Nämlich nicht mehr so viele Pfeile. Und die wollte ich mir eigentlich dann für was Stärkeres aufheben. Übrigens, ich mag ziehen jetzt Gewehr. Beide los? Oh ne, ich bleib natürlich da. Ein bisschen hey Vogel. Oh, ich hab mich getroffen. Aber echt eine Mörderjagd, ey. Oh, und dann kommen wir hier an und da steht ein Giganotto. Ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe, ganz ehrlich. Oh, der war uns aber, glaube ich, auch nicht gefährlich geworden. Der hatte sich so übel festgewagt. Wo sein, der hat ihn nicht mal angegriffen, oder? Doch, hat er. Na, immerhin. Okay. Ich hätte ganz gerne irgendwas mit Licht hier. Oh, was ist das? Ein Raptor. Der ist ja nicht die Rede wert. Der ist auch weit weg. Bist du noch jung? Es ist übrigens das erste Mal, dass ich einen Quetz am Boden sehe. Die können auch landen, aber das machen die im Normalfall nie.
Nee, Wilde tun das nicht. Boah, Level 66, echt? Gar nicht mal schlecht. Der hat sich auch ganz schön gewehrt.